Generation. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit einem außergewöhnlichen Lob beginnen. Ich möchte den Abgeordneten Gerke loben, weil das die erste Rede der AfD war, wo das Wort Flüchtling nicht vorkam und wo der Flüchtling nicht verantwortlich gemacht wurde. Lieber Herr Theurer, also das hat mich schon gepfupfert, Ihre Rede, wenn Sie den Minister Spahn angehen, wenn es ums Thema Digitalisierung geht. Ich bin seit 16 Jahren im Deutschen Bundestag. Ich habe 4 Jahre FDP-Minister miterlebt und ich kann mich an Diskussionen und Debatten erinnern mit dem Jens Spahn, wo wir den Herrn Rössler und den Herrn Bahr bekniet haben, mehr zu machen beim Thema Digitalisierung. Da ging es mal um 50 Cent für einen elektronischen Entlassbrief. Und selbst dazu waren wir nicht bereit. Und deswegen glaube ich, ist es nicht angebracht, dass Sie hier uns dafür verantwortlich machen. Sie hätten wunderbare Dinge auf den Weg bringen können. Was von 4 Jahren FDP übrig bleibt, ist die Abschaffung der Praxisgebühr. Das ist der größte Sündenfall in 16 Jahren Gesundheitspolitik, das wir gemacht haben. Eigenverantwortung wäre wichtig gewesen. Nichts. Da habe ich andere Informationen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden heute über den Einzelplan Gesundheit, ein Gesamtvolumen von 15,2 Milliarden Euro. Und lieber Herr Gerke, wenn Sie kritisieren, dass es nur eine Erhöhung um 41 Millionen Euro geht, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nochmal deutlich zu machen, dass es ein Zeichen von Stabilität ist. Wenn man die zurückliegenden Jahre anschaut, wie schwierig es war, was die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung angeht, glaube ich, ist es gut zu wissen, dass wir Kontinuität reingebracht haben, dass wir den Steuerzuschuss in Höhe von 14,5 Milliarden Euro unverändert lassen. Das ist in doppelter Hinsicht ein gutes Zeichen. Zum einen klares Bekenntnis dafür, dass gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, dass versicherungsfremde Leistungen weiterhin als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden und dass wir ein hohes Maß an Stabilität im System haben. Wir haben Rücklagen im Gesundheitsfonds in Höhe von 9 Milliarden Euro. Wir haben bei den gesetzlichen Krankenkassen Rücklagen in Höhe von 20 Milliarden Euro. Das versetzt uns in die Lage, dass wir uns um Leistungsverbesserungen kümmern können. Und da sollte im Mittelpunkt in dieser Legislaturperiode das Thema Pflege und Pflegeberufe stehen. Wir haben einen Akzent in der letzten Legislaturperiode gehabt beim Thema Leistungsverbesserungen. Wir müssen uns aber in dieser Legislaturperiode in erster Linie um die Pflegeberufe kümmern. Und da war es ein gutes und wichtiges Zeichen, dass der Herr Westerfellhaus einen Aufschlag gemacht hat, über die wir diskutieren. Und ich glaube, auch das ist ein Zeichen dieser Legislaturperiode, lieber Jens Spahn, dass man Vorschläge machen kann, dass man konstruktiv, kritisch diese Arbeit begleitet. Und auch dafür ein herzliches Dankeschön. Der Vorschlag vom Herrn Westerfellhaus hat sich, die Debatte hat sich entzündet an der Frage der Prämien. Ich gebe das ganz offen zu, dass ich das nicht für ein kluges und gutes Instrument halte, weil es sozusagen ein schlechtes Signal für diejenigen ist, die über Jahre in der Pflege arbeiten. Aber es gibt einen zweiten Vorschlag, den ich wirklich super spannend und interessant finde, nämlich die Frage, diejenigen, die länger in der Pflege sind, ob die ihre Arbeitszeit reduzieren können bei vollem Lohnausgleich. Das ist ein interessanter Gedanke und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das weiter verfolgen. Aber es sollte nicht nur darum gehen, dass wir Leistungsausgaben erweitern, sondern wir brauchen Strukturverbesserungen. Wenn es um das Thema ländliche Versorgung geht, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, und ich glaube, lieber Minister Spahn, da zeigen Sie den richtigen Weg auf, dass wir auf der einen Seite sagen, wir halten an der E-Card fest, die schwierig genug ist, aber vielleicht das System weiter öffnen, andere Möglichkeiten zulassen, dass wir endlich in der Legislaturperiode beim Thema Digitalisierung vorankommen. Ich habe eine Bitte, es ist die Haushaltsberatung.
Und wir sollten natürlich auch Themen ansprechen, wie können wir Strukturen verbessern, administrative Strukturen. Und da bitte ich Sie, sich dafür einzusetzen im Laufe der Beratung, dass das Bundesversicherungsamt mehr Personal bekommt. Wir brauchen Verbesserungen. Es geht um das Thema Morbi-RSA, es geht um Prüfung und Aufsicht. Und deswegen bitte ich Sie in diesem Zusammenhang noch mal dafür zu sorgen, dass mehr Personal ins Bundesversicherungsamt kommt. Wir brauchen mehr Personal beim Thema BfArM. Im Zusammenhang mit dem Brexit kommen mehr Aufgaben auf das BfArM zu. Ich glaube, das sind zwei Punkte, die wir im Laufe der Haushaltsberatungen noch mal fokussieren sollen. Ansonsten sind wir auf gutem Weg. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Dr. Birgit Malzack-Winkemann.